Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Nächste Episode meiner VR und AR Weekly News, Kalenderwoche 9 2022. Man meint wirklich, das Jahr wird immer schlimmer werden. Ne? Also, was da im Moment abgeht, das kannst du ja echt keinem erzählen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Können wir nur hoffen, dass es bald zu Ende ist, aber tja, und so viel Unterstützung leisten, wie es nur irgendwie geht, aber sonst wird es natürlich ein bisschen schwierig. Unglaublich. Naja, zumindest gibt es jetzt wieder alles zum Thema VR und AR Hardware, Spiele, Releases und Sales. Vielen Dank auch wie immer an meine Sponsoren Woodcross VR, Oppermann Events, Virtual Escapes, Slim Beats und JN Design Media. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's! Voodoo.de. The Tale of Onogoro. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das hat jetzt ein Release-Datum. Das ist ja so ein, ja, ich sag mal so ein Manga-Style-Action-Adventure. Und da müssen wir gegen Kreaturen kämpfen, aber auch Puzzle lösen. Das Ganze, wie gesagt, in diesem Style. Und das kommt jetzt tatsächlich am 17. März 2022 für $30 raus auf der Quest. Quest-only, so wie es aussieht, ja. Es gibt halt immer mehr Quest-only-Spiele, was ich natürlich schon durchaus ein bisschen schade finde, weil warum sollte es nicht auch eine PC-Version geben? Ne? Letztendlich können wir ja sogar die Quest und Quest 2 am PC anschließen. Aber gut, so ist es halt. Ist nicht meine Entscheidung, aber ja, das könnte man sich mal anschauen, das Spiel, ne? The Tale of Onogoro. Reden wir mal über den Release der PlayStation VR 2. Ich war ja immer der Meinung, das habe ich schon vor ein paar Jahren, glaube ich, gesagt, dass eine PSVR 2 Ende 2022 rauskommt. Nun, das haben die meisten eigentlich geglaubt und jetzt steht im Raum, dass es vielleicht doch eher 2023 kommt, und zwar wegen Chipmangel. Und das kann natürlich sein, ne? Das kann natürlich gut sein, dass es deswegen jetzt doch später wird. Wir wissen ja zum Beispiel, dass überall auf der Welt Chipmangel herrscht. Deswegen gibt es ja auch wenig PlayStation 5 und so. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die aktuelle Krise da irgendwie positiv zu beiträgt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich meine erfahren zu haben, dass Sony auch den Verkauf von sämtlichen Produkten in Russland eingestellt hat. Was das jetzt für eine Auswirkung auf den restlichen Markt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber letztendlich kann das alles nicht gut sein. Ja? Also ich glaube langsam halt auch, dass das sich jetzt verzögern wird dadurch, ja, und durch diese ganzen Sachen überhaupt, und dass wir vielleicht doch erst 2023 die PlayStation VR 2 benutzen können oder kaufen können. Ich würde es natürlich gerne schon dieses Jahr Weihnachten haben, aber wir werden sehen, wir haben eh keinen Einfluss drauf. Ich verspreche euch auf jeden Fall, sobald ich das Ding in die Finger bekomme, werde ich es für euch testen und logischerweise ab dann auch die ganzen Spiele da drauf vorstellen. Steam Deck. Viele von uns haben das vielleicht sogar schon vorbestellt oder vielleicht schon zu Hause. Meins ist noch nicht da, warum auch immer. Ja, ich habe das ganz früh vorbestellt, aber naja, ist halt so, muss Geduld ist angesagt. Jetzt ist es aber so, dass die gefragt haben, Upload VR hat gefragt bei Valve, sogar beim Chef, beim Herrn Newell, welchen Einfluss denn das Steam Deck auf die VR-Entwicklung hat. Und er sagte, das wäre ein großer Meilenstein gewesen. Er sagt allerdings auch, dass sie noch nicht annähernd da sind, dass man solche mobilen Geräte als PC-Ersatz mit der gleichen Power benutzen kann für ein VR-Standalone. Ja, also da will er wirklich noch nicht in die Vollen gehen und sagt erstmal, dass man jetzt schon mal froh ist, dass man einen hochperformanten mobilen PC hat, der auch über Akkus laufen kann. Ja, und er sagt aber jetzt wirklich, dass es ein großer Meilenstein ist und dass sie wirklich dann auch für die Zukunftspläne dieses Steam Deck benutzen, um irgendwann dann auch eine
Standalone-Index oder wie es auch immer dann später heißt, zu erschaffen, ja. Und wenn das Steam Deck natürlich auch erfolgreich wird, was erstmal abzuwarten bleibt, wissen wir nicht. Wir müssen ja auch mal in die Vergangenheit schauen. Da gab es ja auch damals diese Steam Machines, da hat Valve auch schon versucht, da in den Markt was reinzuballern. Und das ist ja kläglich gescheitert. Ja, diese Steam Machines hießen die, glaube ich, ne? Die waren für die Katz. Aber vielleicht jetzt könnte es was sein, ja. Also ich werde das Ding sowieso bekommen, irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, soll ich das auf dem Kanal hier mal testen? Hat ja letztendlich nichts mit VR zu tun, ne? Weiß ich nicht. Muss ich mal schauen, was haltet ihr dafür? Soll ich das Steam Deck hier auf dem Kanal zeigen oder soll ich das lieber auf meinem Non-VR-Kanal zeigen? Den ich übrigens an der Stelle mal gerne erwähnen würde. Findet ihr unter dem Video verlinkt. Der heißt einfach voodoo.de, ne? Da zeige ich auch alles Mögliche, nicht nur Spiele, PC-Spiele, Konsolenspiele, sondern auch alles Mögliche andere, zum Beispiel Roboter oder irgendeinen anderen Krempel, was mir gerade einfällt. Da esse ich auch manchmal eklige Sachen. Falls ihr mal ein paar, das halt eher so aus Spaß, ja. Schaut mal, findet ihr auch jetzt in den Infokarten eingeblendet. Könnt ihr mir erzählen, ob ihr wollt, dass ich das auf diesem Kanal hier zeige, das Steam Deck? Ansonsten mache ich das auf dem anderen. Ist halt interessant, dass Valve da auch auf jeden Fall in Zukunft dran weiterarbeiten wird, an VR und sogar auch an Standalone VR. Ein Metaverse-Smartphone von HTC, was zum Geier ist denn das? Auf jeden Fall ist sowas Ähnliches vorgestellt worden auf der Mobile World Congress heißt das Ding. Ich bin mir gar nicht sicher, in Barcelona. Das soll angeblich wieder ein High-End-Smartphone von HTC sein. HTC war ja leider in der Vergangenheit nicht ganz so erfolgreich mit Smartphones. Leider mehr. Damals sind die ja richtig abgegangen. Ich hatte damals nur HTC. Wie hieß mein erstes HTC Touch Diamond oder so? Richtig krass. Aber jetzt sind die ja nicht mehr so am Start. Aber jetzt wollen die wieder ein All-in-One High-End Smartphone mit VR- und AR-Funktionalitäten bieten. Wir wissen ja, dass es diese Vive-Flow-Brille gibt und die muss ja auch an ein Smartphone angeschlossen werden. Ob die das jetzt damit meinen, dass einfach dieses Smartphone viel Leistung bringt für diese Vive-Flow-Brille und dass wir dann dieses Viveverse, also das Metaverse von HTC, dass wir da eintauchen können, oder ob die meinen, quasi mobiles VR wieder zu beleben, also ich sag mal Smartphone-Halterung, das weiß ich nicht. Wenn Letzteres passiert, dann kotze ich, glaube ich, im Strahl. Also, wenn jetzt wieder Cardboards am Start kommen, dann ist es vorbei, echt, dann kriege ich die Krise. Weil Cardboard oder diese ganzen Halterungen, wie sie alle hießen, Gear VR und weiß der Geier, Daydream, das war alles massiv für die Katz. Ja, und ich hoffe, dass sowas HTC nicht wiederbelebt, weil das wissen wir ja, war nicht so der Bringer. Aber HTC ist wirklich alles zuzutrauen. Die sind vom Marketing echt, kannst du. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was das gibt und was sie da machen. Aber diese Vive Flow will ich trotzdem gerne mal langsam haben. Interessantes Ding. Townscaper ist ja ein Spiel, was 2020 im Early Access auf Steam erschienen ist. Da konnte man so lustige Städte bauen. War sehr, sehr beliebt, das Spiel. Und jetzt hat der Entwickler eine frühe VR-Version mal vorgestellt. Guckt euch das mal an. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool, ja. Der hat hier die VR-Controller, natürlich mal wieder Quest, ist ja klar. Und kann dann hier die Stadt bauen, das sieht echt cool aus. Das sieht auch chillig aus. Das sieht auch nicht aus, als wenn das irgendwie sehr, sehr stressig wäre. Und solche Spiele liebe ich ja sowieso. Und das würde ich tatsächlich gerne in VR zocken. Das ist mal was Entspanntes für zwischendurch. Leider hat der Entwickler gesagt, dass
oder noch nicht bestätigt, dass diese VR-Version wirklich veröffentlicht wird. Er hat das erstmal nur für sich selber gemacht, aber dafür sieht das schon wirklich geil aus. Guckt euch das mal an. Das ist schon der Hammer. Ich hoffe sehr, dass das auch erscheinen wird, weil solche Spiele brauchen wir. Wir brauchen wirklich gerade im Moment beruhigende Sachen. Wichtig. Und ich bin mal gespannt. Wenn das rauskommt, werde ich es definitiv zocken. Hitchhiker. Ein Spiel, was erstmal in Flat erschienen ist. Das ist quasi ein Adventure, ein mysteriöses Adventure, wo wir unsere Erinnerung zurückerlangen, indem wir verschiedene Szenen erleben und verschiedene Charaktere treffen und da auch zum Beispiel alles natürlich First Person und alles dann zusammenbringen müssen und auch Puzzle lösen müssen. Viel ist aber auch mit Erzählung, also wird sehr, sehr viel erzählt und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ist auch wieder was, wo nicht unbedingt geballert wird, ja. Und jetzt aber wieder, da ist es wieder, so wie es im Moment aussieht, ist das Quest Only. Ja, das wird vielleicht nur eine Quest Standalone-Version geben. Da müssen wir halt mit klarkommen mittlerweile. Aber ich will es trotzdem zocken, ja. Hitchhiker, wann das rauskommt, und zwar am 10. März 2022, das ist gar nicht mehr so lange, krass. Werde ich sicherlich mal zeigen und dann schauen wir uns das mal zusammen an. Gefällt mir solche Spiele, da habe ich Bock drauf. Hitchhiker. Vielen Dank diese Woche an meine neuen Supporter Danny, Pride, Gea, Trute und René. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb von euch. Wir schauen uns mal die Releases diese Woche an. Auf Steam haben wir Era of Combat Boxing. Ja, ist natürlich eine Boxsimulation, die man auch online zocken kann. Paint to Pixel. Das ist eine Kunstausstellung in VR. Und da können wir auch ein bisschen rumsprühen, so wie es aussieht. Tempus, das ist ein Rätselabenteuerspiel und das sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Ich gucke mal, dass ich das mal zeige, wenn ich Zeit finde. Mir macht eigentlich ein bisschen Sorgen, dass hier unten nur Oculus Rift steht. Warum sollte man sowas heutzutage noch machen? Vielleicht hat der Entwickler nichts anderes gehabt. Keine Ahnung. Ich hoffe, das geht auch mit anderen Brillen. Dann auch Zombie City, das gleiche hier. Das werde ich allerdings zu 101% nicht auf meinem Kanal zeigen. Ihr seht warum. Labyrinth Deluxe. Das ist ein sehr, sehr tolles Puzzle-Spiel mit Spiegeln und Lichtstrahlen. Habe ich auf meinem Kanal schon gezeigt. Gefällt mir ganz gut, ja. Project Valkyrie, das ist ein Horrorabenteuer, in dem wir in einem Bunker unterwegs sind und mysteriöse Fälle aufklären müssen. Rising Sun VR. Einen japanischen Garten wollt ihr haben, könnt ihr hier machen, da könnt ihr euch drum kümmern, da könnt ihr ein bisschen Fische füttern, ein bisschen Pflänzchen machen und so. Eigentlich auch ganz entspannt. Hier steht, was ist denn hier los? Hier steht überall nur noch Oculus Rift. Habe ich hier irgendwas falsch eingegeben? Nee, ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ne, hier steht zum Beispiel auch Index. Was ist denn da los? Jedenfalls auf der Quest gibt es Lightboxer, auch eine Boxsimulation. Dann Vox Machinae. Das ist ein MechWarrior-Spiel in VR. Das habe ich auch schon auf meinem Kanal gezeigt, die Quest-Version. Könnt ihr da finden. Und auf der Rift-Plattform Fractal Fly. Ja, da können wir so abstrakte Kunstwerke in VR besuchen. Nichts Neues auf der PlayStation VR diese Woche. So, und schauen wir uns noch die Sales diese Woche an. Kali and the Reaperman auf Steam, tolles Koop-Spiel, 50% günstiger. Panoptik, auch ein tolles Koop-Spiel, 30% günstiger. Keep Talking and Nobody Explodes, auch ein Koop-Spiel. Ihr seht, im Moment gibt es da viele Koop-Spiele auf Steam, 50%. Iron Wolf VR. Tolles, tolles Spiel auch. U-Boot-Simulation kann man auch im Multiplayer zocken, 35% günstiger. Carnage Chronicles, tolles RPG, 50%. Dann auf der PlayStation VR Megaton Rainfall Actionspiel 60%. Vibot Omega Collection 60%. Five Nights at Freddy's 50%. Trover Saves the Universe, tolles Abenteuer 60%. Tetris 50%, Astrobot Jump'n'Run 60%, Killing Floor Incursion, Zombie Shooter 60%, Moss,
tolles Abenteuer, Jump'n'Run 50%, Doom 50%, Batman 65%, Keep Talking, Nobody Explodes hier auch, ja, 50%, Res Infinite ist auch ein sehr, sehr cooler, interessanter Shooter, 60%, Aspire One Stealth Shooter 60%, Marvel's Iron Man VR, tolles Action-Abenteuer 50% und Arizona Sunshine, ja, Zombie-Shooter 65%. Das waren die Weekly News diese Woche. Bitte gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein, ciao.